Moin Freunde, Trydogs am Start und heute eine weitere Folge Fortnite. Und heute ist auch schon Tag 6 vom Weihnachtsevent in Fortnite. Und dazu müssen wir doch auch direkt das 6. Geschenk öffnen. Und diesmal hole ich mir was von der rechten Seite. Ich glaube, ich hole mir dieses goldene Paket. Ich schüttle auch erstmal. Okay, hört sich eigentlich sogar nice an. Ich öffne das Ganze jetzt einfach mal. Das ist sogar ein großes Paket. Und gönn. Frische Aura, okay. Oha, ein Emoji. Ich muss sagen, das sieht schon nice aus, ne? Aber ich benutze halt keine Emojis. Geil, ich rüste den jetzt einfach dran. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich in der Runde. Aber wisst ihr was, ich gehe jetzt einfach rein, ist mir egal. Gegner, komm her. Okay, jetzt ist hier doch noch eine MP, die nehme ich natürlich mit. Okay, eigentlich landen hier öfter welche. Aber diesmal ist hier ja gar keiner. Oha, was geht, Rentiere? Ehrenmänner. Habt ihr ein Geschenk für mich dabei? Hallo? Könnt man ein Geschenk? Oha, ein Bonbon. Ehre. Ehrenmann. Könnte ich mir? Oha, jetzt bin ich schneller. Was ein Ehrenmann. Oha, da ist ein Bot. Richtig, Leute? Den Kill, den nimmt man doch gerne mit. Oh, hier ist sogar noch eine Kiste. Das schmeckt doch. Und... das Pferd ist okay. Und hier liegen noch Minis, die gönne ich mir natürlich noch davor. Nice. Und Freunde, bei den Winterfestaufgaben hier, wenn ihr da schon 6 von 7 habt, dann gibt es einen Glitch, wie ihr heute schon den Gleiter bekommen könnt. Und zwar, ihr müsst einfach diese Eisdinger nehmen und sie auf Gegner werfen. Also habe ich halt nur gehört, aber das war eigentlich ein TikToker, der sagt keine Fake News. Deshalb, ich probiere das gleich einfach mal aus. Ohne Pump. Ich pack meine MP weg, weil ich will, wie gesagt, das ausprobieren, denke ich. Ich würde sagen, wir laufen jetzt gleich erstmal nach Daily Bugle. Oder Sleepy Sound. Ja, ich würde Sleepy Sound sagen, weil da sind wir mehr in der Zone. Aber erstmal looten wir hier noch das Haus auf entspannte Basis. Also Leute, hier war der Bot, glaube ich, schon drin. Aber der hat hier trotzdem fast nichts gelootet. Ah, hier ist auch eine Kiste. Nice. Da muss jetzt irgendwie was Gutes rauskommen. Das wäre natürlich mega geil. So, Kiste, jetzt können wir. Biggie. Ja, jetzt ist da ein Problem, ne? Ach, scheiß drauf. Eigentlich nehme ich diese Eisdinger nicht mit, aber ich will das halt unbedingt für euch ausprobieren. Und ich will das halt auch selber für mich ausprobieren, damit ich noch den Gleiter heute bekomme, wenn das stimmt. Okay, ist auch noch eine Kiste. Ey, noch ein Biggie. Ach, scheiß drauf. Ja, auf Minis mit und Splashies. Okay, ich würde sagen, wir laufen jetzt mal nach Sleepy Sound. Gucken, was da so los ist. Also, wenn die Aufgabe wirklich zählt, ne, dann krank. Das wäre jetzt schon ein komischer Bug. Ich würde es feiern, wenn es dieses Board so zum Fliegen oder diesen Lama Backpack erst zu Weihnachten geben würde. Und jetzt nicht am 22. und am 25. Das fühle ich jetzt nicht so, aber egal. Hauptsache gratis Items. Und das sind sogar direkt Schüsse, nice. Ich gehe mit Jump Pad am besten hin. So, wo sind die? Kommt her. Oha, Erdbeben? Hä, wo ist der? Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Achso, der ist safe da drin. Oder wohl? Glaube ich wohl doch nicht. Ah, hier sind Schüsse nur. Aha, wen haben wir denn da? Okay, ich warte jetzt erstmal. Ja, und jetzt fokussiert er mich. Und er hat den größten Tryhard-Skin. Ja. Ich habe doch jetzt schon keinen Bock mehr. Egal, ich muss das jetzt kurz testen. Lol, komm mit daneben. Komm her, ich muss treffen. Hä, wo ist der?
Ach Leute, der haut einfach ab, Alter. Egal, soll er ruhig abhauen. Er wird trotzdem hier unten drin, ne? Okay, das ist, glaube ich, sicherer. Der haut ab. Ey, warum sind hier so viele, Alter? Wann sind hier so viele? Kann ich editieren? Oh mein Gott, nein, er sprayt. Das maximale Sprayer merkt doch jetzt schon. Das zählt wirklich, Leute! Nein! Ich habe keine Mats mehr. Das war's maximal. Leute, ich bin so tot, ne? Oh mein Gott. Die Aufgabe, die zählt halt wirklich, ne? Das ist krass. Jetzt haben wir einmal schon das Skateboard. Nice. Also da habt ihr nochmal die Bestätigung, dass das funktioniert. Hätte ich aber echt nicht gedacht. Aber im Moment gibt es viele Glitches in Fortnite. Aber so ein hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich halte mich jetzt erstmal im Zelt. Ehrezelt. Einfach ein Ehrenzelt. Ab jetzt heißt das Zelt Magnus. Da ist mein Sohn. Magnus, mein Sohn, das Zelt. Wer kennt's nicht? Sag euch ehrlich, Magnus ist der größte Ehrenbruder. Ah, Leute, die Gegner sind, glaube ich, in die Zone abgehauen. Ja, war ja klar. Ich habe natürlich keine Eier, um bei mir zu bleiben. Hier liegen noch ein paar Mats. Aber Mats habe ich trotzdem nicht, ne? Nein, ich will jetzt nicht so viel Zone-Schaden kassieren, das wäre maximal Trash. Also die Zone, die ist mies groß und es leben nur noch 19 Gegner. Was ist denn hier los? Aber in Ehrenbruders Schiff, die sind doch safe noch welche. Können wir da noch mal ein paar Kills mitnehmen. Boah, da oben war einfach mal Gral. Hier war auch ein Gegner. Das schmeckt doch auf jeden Fall nicht. Also, danke Gegner, dass ich das jetzt haben darf, ne? Also, der Überfall hat auf jeden Fall geklappt, ne? Also, ich gehe jetzt erstmal direkt in die Zone, ne? Also, ich habe hier mit nichts zu tun. Ja, okay. Ja. Es war ja klar, dass ich abgeschossen werde. Was denn sonst? Ich habe 14 AP, bin gleich tot. Schmeckt doch. Ja, Digga, okay. Oh. Der, ich kann einfach kein Quad fahren, ne? Das ist doch maximal schlecht. Das Ding ist, ne, der darf halt mich jetzt nicht abschießen. Ich bin gefühlt One-Shot. Wo ist die Zone überhaupt? Die können gar nicht. Warte, ich geh jetzt erstmal hier hin. Oh mein Gott. Ehrenkiste. Ich glaube, die Sniper, die nehme ich sogar mit. Weil ich habe hier eh einen Platz frei. Also geht das schon. Die Monika hier nehmen wir auch noch mit. Okay. Green Life jetzt. Ja. Sagen wir, machen das mal so. Okay, nice. Oh, hier sind sogar noch Slurpfässer. Nice, jetzt nehmen wir auch wieder Full Life. Das schmeckt doch. Wir die Nebel natürlich mitnehmen. Okay, die Zone, die ist in Camp Cuddle. Ich würde sagen, da fahren wir jetzt auch direkt hin. Deswegen, wir haben jetzt auch ein volles Quad, also das schmeckt doch. Ich vermisse die Zeiten, wo man mit den Teilen die ganze Zeit so hoch geflogen ist. Dann ist man einfach so über die ganze Map geflogen, das waren Zeiten. Aber egal, alles ändert sich mal. Ist das ein Wolf oder ein Gegner? Ah, lol, da sind die Gehilfen. Hi. Was geht? Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier auf den Berg und gucken einfach, wo die Gegner sind. Weg mit dir.
Okay, wenn ich jetzt hier auf den ersten Blick keinen sehe, dann fahre ich direkt weiter. Na, okay, ich sehe keinen. Ich fahre jetzt einfach direkt weiter. Alter! Yo! Ich habe den ganzen Baum mitgenommen. Alter, oh mein Gott! Was mache ich hier gerade? Aha, beim Tresor. Wen haben wir denn da? Mal gucken, ob der Gegner da noch ist. Ich habe so ein Gefühl, dass er da sogar noch ist. Der könnte ja sogar, wenn er schlau ist, im Tresor campen und warten, bis ich komme. Dann lasert er mich maximal weg mit der MP. Ich sneak am besten, damit er mich nicht hört, wenn der hier ist. Okay, der hört mich jetzt trotzdem. Ich mache die Kopfgeldjagd. Okay, ne, wäre der hier, dann wird mir das eigentlich angezeigt. Und der Tresor ist eh zu. Okay, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich töte hier einen Gehilfen. Und dann öffne ich den Tresor. Nein, treff mich bitte nicht. Für Ehre. Okay, Ehre. Jetzt kann ich mir den Tresor ein... Ach, schau mit dir. Oh, jetzt kommt noch der andere Typ da. Sag mal, keinen Nerven. Oh. Alter. Ja. Blut geht besser. Aber ist eigentlich jetzt auch egal. Ich glaube, der Boss ist hier oben. Und der Gegner kommt hier immer näher. Ich schieße ihn ab, bevor er mich hinterlasert. Ja, das meinte ich. Deshalb gönne ich mir jetzt erstmal einen Biggie, damit wir auch wieder full life sind. Okay, ich glaube, rechts sind Schüsse. Okay, 6 Gegner noch. Nice Runde bis jetzt. Aber Metz haben wir immer noch nicht, ne? Deshalb fahre ich jetzt erstmal ein bisschen. Oh, hier ist ein Loot Drop. Boah, ich dachte kurz, das wäre ein Gegner. Wäre das ein Gegner gewesen, dann wäre das maximal komplett. Der haut ab, okay, er merkt selber. Erstmal einbauen. Und gönn. Okay, eine epische Pump, nice. Das schmeckt doch. Okay, nice. Die Frage ist, wo ist der Gegner? Ah, lol, da oben sind sie. Ich weiß nicht, sollen wir uns einmischen oder sollen wir safe spielen? Ich glaube, ich gehe einfach hin. Ich gleiche mich einfach bei den anderen an. Ich gehe jetzt einfach zu denen. Oder wartet mal kurz. Ich habe eine bessere Idee erstmal. Nein, ich wollte nirgends wohin. Okay, das war gar nicht mal so schlecht, ne? Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich bin jetzt sogar auf High Ground. Das ist nice. Die Kiste lasse ich erstmal in Ruhe, weil ich mache erstmal was. Ernsthaft. Er hat wirklich im Turm gekämpft und überlebt mit 13 HP. Ey, das kann auch nicht wahr sein. Aber egal, wir haben wenigstens den Glitch getestet sogar. Jetzt haben wir dieses Surfboard, das ist doch auf jeden Fall geil. So, Freunde, ich bin hier auch gerade in der Lobby und das ist das Board. Also ich muss sagen, das sieht schon geil aus. Auch mit dem Schnee, was da so hinter ist, ist schon geil. Ich rüste das auch direkt mal aus. Und es waren auch natürlich auch vom guten zarten Winter. Und Freunde, wenn euch dieses Video auf jeden Fall gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall über ein Like und ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Haut rein und Peace.